So, jetzt kommt die Verbindung zwischen E- und A-Seite. Das Ganze auch wieder bei Tempo 112. Los geht's mit Fett E5. Zwei Achtel Pause. Dann einfach A5, G5 halbe Note. Teil sind ständig gedämpfte Achtel zu hören. Der Abgang beim Teil C ist wieder in ganzen Noten. Das Riff gibt es jetzt wieder mit richtigem Schlagzeugsound.